Ein herzliches Willkommen zurück bei World of Warcraft. Wieder mit mir und Malkondo. Hallo Mulenia und hallo der Rest der Welt. Um das mal mit deinen Ja. Worten zu sagen. Ich habe gerade mal geschaut, was man so dungeonmäßig machen kann. Ist jetzt schon die Brauerei und der Tempel offen. Ja, sind eigentlich ganz coole Inis. Würde ich jetzt aber im Moment noch nicht machen. Okay. Szenarien sind allerdings wieder zu. Wie wieder zu? Habe ich mich also doch richtig daran erinnern können, dass man mit 85 noch gar keine machen kann. Obwohl wir ja gesehen haben, mit Ja. 85 wird eine angezeigt. Stimmt. Jetzt haben wir Stufe 86 erreicht und jetzt heißt es, ne, eure Stufe reicht momentan für kein Szenario, für keine Szenarien aus. Ja. Okay. Es ist, also ich glaube, dass das ein Bug ist oder so. Ja, das muss ja schon Ja. sein, weil na gut, ich weiß nicht, wenn du jetzt die entsprechende Fähigkeitsstufe hättest, also Ausrüstungsstufe, ob du dann schon reingekommen wärst, aber das war ja auch 30 zu hoch oder sowas, glaube ich, ne? Ja, 30 Punkte. das war viel zu hoch. Also es ist mit Sicherheit machbar. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht machbar ist. Bestimmt mit diversen accountgebundenen Sachen oder so vielleicht machbar. Ja, da bin ich von überzeugt. Das hatte ich nämlich auch gerade gedacht, dass das ja theoretisch dann möglich sein müsste, Ja. das damit zu machen. Also wenn man eben solche Sachen hat oder genügend Gold hat, um sich bestimmte Dinge zu farmen, zu kaufen. Ja. Ich habe ja auch noch accountgebundenes Zeug rumliegen, gerade für den Charmy. Bisschen epic von der Insel. Ach ja, ich hätte beinahe toll Barad gesagt, aber. Nee, ist das die zeitlose Insel? Ich Ja, glaube ja, ne? ja. Zeitlose Ja, Insel, das glaube ich, kommt schon kommt. hin. Vom Da, Namen her. ja, da habe ich ja noch ein bisschen was. Und das kann ich ja dann hierher schicken. Das ist ja accountgebunden und nicht. Also Battle.net-Account gebunden ist das, glaube ich. Ja. So, wir müssen jetzt ins Dorf der Perlflossen zurück. Ach, die Viecher wieder. Ja. Die ollen Fischmannigens. Und von da aus geht's dann weiter. Irgendwohin, ich weiß nicht mehr wohin. Gott, das ist echt schon lange her, dass ich hier das letzte Mal war. Und ich muss sagen, das macht Spaß, wenn man nicht alles auf Anhieb gleich weiß. Das ist viel cooler. Ja, als wenn du alles aus dem FF kennst, ne? Ja, das ist irgendwie immer ein bisschen langweilig. So. Gut, euch zu sehen. Wir dürfen nicht versagen. So, das haben wir fertig. Dann der. Sprecht mit Drachenmeister Utnam, um nach Morgenblüte zu gelangen. Ach, da hinten, da wird er mir angezeigt. Und ich gucke hier ganz sparsam. Was? Steigen wir mal ab. Nach Morgenblüte, bitte. Danke. Utnam. Den Fisch habe ich ja von denen schon Ja. zum tausendsten Mal. Ja, die Dinger kannst du eigentlich nur, ich glaube, nur wegschmeißen. Ich glaube, die kannst du nicht mal in den Käfig packen und verkaufen. Ach, echt nicht? Naja, Ja, wozu wofür auch? auch? Ich meine, hat ja jeder, Kann ne? sagen, kriegt doch sowieso jeder. Das Ich weiß, den letzten habe ich, glaube ich, weggeschmissen. Ich glaube, man kann den verkaufen. und vielleicht für ein Und paar ich Kupfer oder so hatte an den den für Händler oder 50 so. Silber, glaube ich, im AHA oder so und habe ihn dann letztendlich doch weggeschmissen. Aber was sollst du so auf der Bank rumliegen haben, ja? Ja, was sollst du ins AHA packen? Also wie Ja. gesagt, das hat ja sowieso jeder Eben. Futz. Ja, auf nach Morgenblüte, neues Gebiet. Juhu. Ja. Ja. Tal der vier Winde. Ab 86, wir könnten also schon Könntest rüber. du schon rüber, ja. Das Ding ist, man schafft hier sowieso nicht alle Gebiete. Das ist ja überhaupt nicht machbar. Du schaffst allerhöchstens zwei. Wir bleiben jetzt aber noch hier und gehen dann später rüber. Ja, es ist ja egal. Du kannst ja auch noch, also kriegst ja noch genügend EPs hier und so, das ist ja, Genau. also was soll's. So. Dies ist Morgenblüte. Dies Das ist Herz des Morgenröt. Vandarenlebens hier in Jadeweih. Ja. Wenn ihr einen guten Eindruck machen wollt, dann unterstützt diese Bürger, wo ihr könnt. Fertig? Mitreden? Gut. Überbringt Sang Shin Eisentatz den Brief. Sie unterrichtet auf dem Halbhügelmarkt. Die nächste Runde gestoppt. So, also die Weiterleitung haben wir schon Seht mal. euch. Halbhügelmarkt, das ist doch das, wo man auch später seine Dings macht, oder? Die Seine. Dailies, die kocht da Sachen, genau. Genau.
Glückwunsch. Danke. Oder auch GZ. So, und hier könnte man jetzt dann, nee, bei dem noch nicht, aber dann in Morgenblüte könnte man das dann hochleveln. Und mich interessiert aber Alchemie. Meine Waren wurden mit großer Sorgfalt gefertigt. Alchemiebedarf. Ich hoffe, mich bald wiederzusehen. Unterrichtet mich. Ne, die will mir nichts geben, was ich machen kann, benutzen kann. Vielleicht geht das auch in Alchemie einfach nicht. Oder es geht nicht hier. Hm. Aber wie gesagt, da muss ich nochmal lesen. Ja. So, sprecht mit Kai Wanderpreu, Meister Windpelz und Paiji Zapfgold in Morgenblüte. Mögen euch die Zapfgold? Ja. Ah ja. Nicht so eilig. Genug davon. So, lebt wohl. Nicht so eilig. Und uns da noch die Quest und da ist noch einer, mit dem wir dann sprechen müssen. Hallo? Sprecht mit Chao, dem Widerspenstigen im Obstgarten Nektarhauch. So, derjenige ist... Ist das der? Was sind das eigentlich für Kinder da hinter dir? Ach, das Fans? Sind, ja, das sind Fans. Die rennen die ganze Zeit hinter mir hinterher. Mulenia, Mulenia! Ach, schön wär's. Nein. Die hast du ja immer. Die hast du ja, in manchen Gebieten hast du ja immer diese Kinder, die da hinterher rennen. Ja. Das finde ich ist echt nett gemacht. Das gefällt mir. Fühlt man sich wie so ein Held. Eine Heldin. Ja, meine ich ja. Hast du ein Held gesagt? Ja, ist doch egal. So, hallo? Berichtet mir von Olbenreich. Sprecht mit Chen Sturmbräu auf den Donnerfußfeldern im Tal der Vier Winde. Also die Weiterleitung haben wir schon ins Tal der Vier Winde, jetzt ja schon zweimal. Mhm. Ich würde da aber trotzdem noch nicht rübergehen. Hallo, wo bist du, mit dem ich sprechen muss? Bist du das? Was eilt ihr so? Nö, du bist das nicht. Was du auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht, wenn ich Lust habe. Auf Wiedersehen. Nee, hier ist der nicht. Und unten. Ach, PG Zapfgold heißt das. Zapf. Da muss ja das schon unten sein. Bei irgendeinem Bierfass. Ja, ja. Irgendein Zapf. Da. Toll. Sag ich doch beim Bierfass. Hallo. Ja, hallo. Komm, ich mach mal mein Gasthaus hier hin. So. Geile Musik, oder? Total cool, ey. Wie ich letztes Mal ja schon mal irgendwann sagte, irgendwie, dass es, man fühlt sich gleich so wie in so einem japanischen Restaurant irgendwie. Ja. Oder hier beim Mongolen bei uns oder so. Ja, das stimmt. Lecker. Da fällt mir ein, wir könnten mal wieder mongolisch essen gehen. Da wäre ich dabei. Ja. Okay. Bei dem könnten wir jetzt einiges kaufen, wobei die Sachen so schnell wieder schlecht sind, dass es sich nicht lohnt. Ist das MHD nicht allzu lang, ja? Ja, leider. So, jetzt kriegen wir erst alle Quests hier von der Kleinen. Wo kommt ihr her? Oh, von ganz weit weg. Die hat einen Schlafanzug an. Ja, die ist voll süß. Ich finde die total cool. Rettet 6 verängstigte Pandarenkinder. Wo geht ihr hin? Weg. Kommt ihr her? Wo geht ihr hin? So, zerquetscht 8 Seidenholzpirscher. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Und sammelt 7 makellose Seidenstränge. Alles klar, machen wir. Dann machen wir uns auf, schlagen wir uns in die Wildnis und tun das, was uns aufgetragen worden ist. Ja. Da ist erstmal irgendwo ein Kräuter. Hier müssen auch überall Spinnen sein. Mhm. Also frag mich nicht, woran ich das jetzt erkenne. Ich habe keine Ahnung. Ich finde das schon interessant, woran du das wohl festmachst. Ja, also das ist einfach so ein Bauchgefühl, dass hier irgendwo Spinnen sein müssen. Das muss einfach so sein. Ja. Sagen, das ist ja schon ein bisschen eklig. Was, hier die Spinnen? So, ja, die Spinnenweben. Wie? Okay. Warum sind denn hier so wenig Spinnen? Ach, weil da hinten noch jemand rumrennt. Okay. Dann ist es kein Wunder. Tja, dann müsst ihr euch die wohl teilen. Ja, macht nix. Kriegen wir schon. Wird schon passen, ne? Ich mach erstmal hier die kleinen ekligen Viecher, die auf einem rumrennen. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber... Oh, da ist, wird mir mal ganz anders.
ich das so sehe, dass sie so um... Ja, zum Glück ist das nur ein Spiel. Trotzdem juckt es mich jetzt gerade überall. Mhm. Und das stimmt sogar. Molenia kratzt sich jetzt wirklich dran. Ach, du hast gar keine Ahnung, wie es juckt. Ja, aber ich bin ja ein absoluter Spinnenfreund. Ja, natürlich. Absolut. Ich bin immer nett, die dürfen in meinem Staubsauger wohnen. Mhm. Bis sie keine Lust mehr haben und da wieder rauskommen. Ah, die kommen da nicht raus. Na gut, wenn du das sagst. Die kommen da nicht raus. Ich lasse den Staubsauger ja mal extra lange laufen und saug dann immer noch irgendwelche Sachen ein. Hm. Wenn die da wieder rauskommen, dann saug ich sie halt wieder weg. Und können ihrem Schicksal nicht entgehen, oder? Ich schrei ganz laut. Und dann kommst du und machst die weg. Ja. Und du bringst sie ja meistens nach draußen. Ja. Oder versuchst es zumindest. Ja, so gut es geht. Was ja auch sehr nett ist. Ja, was soll ich die kaputt hauen? Gibt's ein paar weniger auf dieser Welt. Ja. Boah, diese kleinen Viecher, ey. So, zwei Stück von denen noch. Dann haben wir die fertig. Davon können wir schon die Kinder machen. Ja. Na? Die sollten wir in dem Part auch noch gut schaffen. Gut. Da kriegen wir noch eine andere Quest dazu. Diese Jade-Panther, glaube ich. Was? Jade-Panther? Jade-Panther. Saurock-Stiftung. Saurock. Nee, nicht Saurock. Sauron, ne? Sauron? Sauron. Hat mich jetzt gerade an Sauron erinnert. Also hat mich gerade an irgendwas erinnert und ich denke mal an Sauron. Wer ist Sauron? Sauron? Kennst du nicht Sauron? Ich kenne nur Sauri. Sauri? Ja, kennst du nicht Sauri? Nein. Ist Sauron nicht aus Herr der Ringe? Ja, ja, klar. Ja. Hallo. Mach doch nicht sowas mit mir. Hallo. So, braves Kätzchen vernichtet 8 Jadewächter. Sag ich doch, dass wir. Und Sauri ist ein kleiner Dinosaurier. Ah. Ja. Wo ist der jetzt her? Na, von Sauri. Von Sauri. Ja, es ist eine Kindergeschichte, so ein Hörspiel. Aha, kenne ich nicht. Ja, kannst mal sehen, sowas wie Benjamin Blümchen, weißt du? Bloß mit Dinosauriern. Und Benjamin Blümchen ist cool. Habe ich früher mal gehört. Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Ja. Ja, Bibi Blocksberg war so eher mein, also habe ich mehr gemocht wie Benjamin. Mhm. Ich habe so eine coole Geschichte gehabt. Bibi Blocksberg als Babysitterin. Als Babysitterin? Ja. Und in diesem Hörspiel war eigentlich drei Viertel war irgendwelches Kindergeschrei und Geheule und Gemache. Und ich weiß noch, dass meine Mutter damals sich immer aufgeregt hat, dass ich ausgerechnet diese Kassette permanent hören muss. Aha. Da hat immer dieses Geschrei irgendwie dann aus dem Zimmer. So sich immer aufgeregt. Na, woher das wohl kommt, ja, da also wissen wir. Ich fand die gut. Heutzutage könnte ich die wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Wissen wir ja, was Molenia für ein Kind gewesen ist. Ja. Wer seid ihr denn? So. Wer seid ihr denn? Ich bin ein Bär. Der? Ein Bär. Ein Panda-Bär. Panda-Bär. Eine Panda-Bärin. Genau. Eine Bären-Lady. Ja, wo sind denn die Kinders? Ach, da sind welche. Ich will jetzt erstmal diese Kinders befreien hier. Eines Tages werde ich so heldenhaft wie ihr sein. Ja, mit Sicherheit. Was macht ihr gerade? Kommt bald zurück. Was macht ihr gerade? Die retten. Hallo. Wo geht ihr hin? Hier war doch noch eins, oder? Waren das alle? Da wo hinten. Geht ihr hin? Wo kommt ihr her? Da hocken sie alle in den Bäume. Ja. Erzählt mir eine Geschichte. Kinders, so könnt ihr euch doch nicht vor irgendwelchen
Panthern retten. So, die haben wir fertig. Oh, wir kriegen noch eine besiegte Jadehexe. Ach, das Viech. Wo ist denn die? Braves Kätzchen, Jadehexen. Gehen wir doch gleich in die Richtung. Und machen die Jadekätzchen auf dem Rückweg. Mhm. Denn die haben wir ja eh schon so gut wie fertig. Da so fehlen nicht aus. Mehr viel. Das geht, nee, hier kann man die nicht töten. Ich weiß gar nicht, wie ich die hier rauf beschwören kann. Aber die wird jetzt gerade gekillt hier. Ich helfe da einfach mal. So. Das ist jetzt ja doof. Mal gucken, ob hier irgendwo ein Panther ist, den ich zwischenzeitlich mal eben schnell rummachen kann. Oh, guck mal, das ist eine Stachelratte. Echt? Eine Stachelente. Stachelente. Das ist hier aber ein Stachelschwein. Eine rauchige Stachelente. Ja, sieht im, vom Grundprinzip genauso aus. Ja, sehr, sehr ähnlich. Halt stachelschweinisch. Ja. Toll, jetzt stehen hier die ganzen Kinder rum. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Ich hab dich überhaupt nicht gerettet. Werd wieder zu Stein, los. Da ist noch eine. Ja, machen wir halt erst die, bis die da wiederkommt. Bis die wieder spawnt. Ja, dann können wir gleich wenigstens durchreiten, wenn wir hier fertig sind. Ja. Das ist doch auch was. Das stimmt. Das Viech macht mich ganz grün. Ein grünes Viech. Die kann man normalerweise Bergbauern. Ja? Interessant. Wenn man einen Bergbauer hat. Ach, ich glaube, ich muss diese Statue angucken, damit hier was passiert. Ach, echt? Ja. Yeah. Ich glaube schon. Oder auch nicht. Geh doch ins Haus. Nee, die ist ja draußen. Aber ich guck. Geh doch trotzdem erstmal ins Haus. Ja. Guck doch mal rein. Vielleicht ist sie ja noch drin. Hallo, jemand zu Hause? Die hat gar kein Bett und keine Tür. Nee. Also keine, die man verschließen kann. Aber einen Schrank offen, ne? Ja, einen offenen Schrank. Vielleicht schläft die ja im Schrank. Ja, wer weiß. Ne, oben hat sie auch keinen Platz mehr. Das ist das. Ich müssen wir anklicken, aber die kommt nicht. Warum kommst du nicht? Wir schauen mal nach. Oh, ich habe hier noch Tiefenheim und Hyal und so drin. Das müsste ich dann eventuell mal. Das solltest du vielleicht mal rausschmeißen. Die habe ich fertig. Ja. Konfrontiert die Jadehexe. Deshalb ein Hauch von Sorge. Ach, das ist. Nee, der Hauch, da gehen wir noch nicht hin. Das hat gezählt gehabt für uns, der Kill von der. Aha. Das, ja. Naja. Auch okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, dann kannst du noch abgeben und ist der Part auch schon wieder zu Ende. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir hier überhaupt zurückkommen. Ach so. Okay. Jetzt reitet Mulenia hier ein bisschen im Kreis rum. Genau. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Ich hätte mich auch porten können. Was hast du? Ich hätte mich auch porten können. Ja, stimmt. TP Mulenia. Genau. TP Questabgabe. So, irgendwie da lang, ne? Oder? Da. Ja, ich glaube, das weiß ich doch nicht. Doch, das ist richtig. Ja? Ja. Na gut, wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen. Guck. Jo. Hier waren gerade alles Fragezeichen. Jetzt sind sie alle weg. Da sind sie wieder. Wenn sehr so. It ist. Das nimmt meine ganze Willenskraft. Bis zum nächsten Mal. Das Zeug, das neue Zeug, aber ist egal, dann gehen wir sowieso als DD dann. Passt das. Da. Hallo. Hallo. Möge die Jadeschlange euch leiden. Hallo. Ja. So, jetzt hat er noch eine Quest. Sprecht mit Tintenmeister Wei. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Da ist er, die Kleine. Bleib stehen. Wo kommt ihr her? Na da, wo du mich hingeschickt hast. Hey! Ein paar böse Wichte. Ich habe keine Angst vor euch. Da kriegen wir Willenskraft und Tempo. Und da kriegen wir Crit.
aber nimmt uns auch ganz schön viel. Na, da geht mal her, den verkaufen wir. Bis später, da ist noch eine Quest. So, bringt die geplünderte Jade zu Lehrensucher Cho beim Omen des Kaisers. Bitte Toya in Morgenblüte um ein Transportmittel. Okay, aber nicht jetzt. Nee, beim nächsten Mal. Ich wollte noch eben gucken, wir hatten da eine Jade-Dings gekriegt. Schmuck. 50 Int, 50 Tempo, 64 Int. Ah, 50, 50, 60, 64. So. Und dann stellen wir uns jetzt hier ins Gasthaus. Ich hoffe, meine Waren gefallen euch. Gleich. Und machen dann beim nächsten Mal weiter. Ich glaube, abgegeben habe ich alles. Gasthaus, war das hier? Ja. Ja. Gut. Zum betrunkenen Hosen. Yay. Hosen. Gut, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.